Fritz, einmal mehr an die Fans-Ausstellung hier im Sachsenried. Warum macht ihr so eine Ausstellung überhaupt? Gut, das ist ein Projekt, das wir zusammen mit Insassen gestalten. Immer während der Fans- und Weihnachtszeit tun wir hier in den Räumlichkeiten der Gärtnerei eine fähnliche Ausstellung gestalten, die die Eröffnung dann jeweils am Wochenende ist, eine Woche vor dem ersten Advent, hier in der Gärtnerei. Bei dieser Ausstellung sind verschiedene Teams aus der Strafanstalt beteiligt, in Zusammenarbeit mit den Insassen. Wird da sehr viel Vorbereitungsarbeit geleistet. Man wird da probiert, etwas zu gestalten, kreativ zu sein, immer im Einbezug mit den Insassen, sondern auf dem Event, an, wo da ist und der Eröffnung ist für die Weihnachtszeit, das hier zu machen. Es ist etwas zielgerichtete Arbeit, die mit den Insassen gestaltet werden kann, wo man die kann mit einbeziehen kann, wo man verschiedene Sachen mit ihnen beüben kann. Das ist eine sehr gute Geschichte für die Insassen, um auf dem Termin etwas fertig zu machen, wie im wahren Leben eigentlich draußen auch. Wo es dann auch gefordert ist, dass man ab und zu mal etwas fertig bringt und tut. Sinnvolle Arbeit, eindeutig auch fast die beste Therapie, oder? Absolut, auf jeden Fall. Die Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil von allen Leuten auf dieser Welt. Wir, gerade in den westeuropäischen Ländern, sehen ja das als Identität auch. Gesehen. Für die Insassen ist es aber auch eine gute Geschichte, um sich mit dem Material auseinandersetzen können, ihre Kreativität können ausleben können. Und hier im Team können irgendetwas gestalten und das können sie entwickeln. Es ist ein Übungs- und Lernumfeld für die Insassen, das ganz, ganz wichtig ist. Und sie sind gern bereit, sich auf den Prozess auch einzulassen. Danke vielmals. Ist das schwierig zum Lernen? Nein, überhaupt nicht. Aber du machst das gern, gell? Sehr gern sogar. Sehr gern. Auf was kommt es denn drauf an, da bei den Maroni-Brötchen? Dass sie wirklich schön langsam bröteln würden. Hätte es dir Bier gezeigt, oder? Ja. Am flotten Kerl, gell? Ja, sehr. Sogar super gute Maroni. Das so. Ist eine Abwechslung. Jetzt gell, natürlich. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sonntag. Und ebenfalls. Danke. Und freust du, dass natürlich eine Abwechslung, gell? Ja. Natürlich. Genau. Und schauen wir uns in der Kessel rein. Genau, eine halbe Stunde später, gell? Genau, korrekt. Aber du hast eine riesige Freude bei dieser Arbeit, ja, gell? Ja, das ist wirklich mit ganz viel Liebe. Kann man schön auseinandernehmen. Du hast auch noch ein bisschen mehr drauf, oder? Genau. Ja, jetzt genau zur Weihnachtszeit, oder? Darf man ja zwei, drei Maroni mehr schenken. Wie hat es euch gefallen da? Sehr gut, hat uns gefallen. Super Ausstellung, ganz schön gemacht. Richtig toll. Habt ihr etwas gefunden? Ja, wir haben etwas gefunden. Eine feine Wurst haben wir gekostet. Ah. Und so Rapsöl. So genau, feins. Ja. Ja, ja. Richtig toll gemacht, alles, die ganze Ausstellung. Kann man dann, nachdem es das so eröffnet ist, immer hierher kommen? Natürlich, wir haben die ganze Woche offen, vom Montag bis am Samstag. 7:30 bis 11:30, 10:45 bis 16:30. Um 6. Dezember geht es los mit den Christbäumen? Genau, richtig. Am 6. Dezember haben wir Christbäume verkauft. Das sind Nordmannstannen, die wir frisch überkommen aus der Schweiz, die frisch geschlagen sind. Und du wirst wieder assistiert, gell, von deinen Mitarbeitern? Genau. Und zwar sind da die Insassen, die mithelfen und einen guten Job machen bei uns. Wie ist das für euch? Wie ist die Ausstellung zustande gekommen? Ja, wir haben natürlich lange vorbereitet, uns lange gesucht, was wir machen könnten. Wir sind natürlich schnell auf eine Lösung gekommen. Wir haben einen schönen Gang eingebaut, den super ausgeschmückt, verschiedene Sachen gebastelt, lange Vorbereitungsarbeiten. Mit allem drum und dran natürlich zwei Monate locker Vorbereitungszeit. Kommst du von dem Metier? Da arbeite schon 10 Jahre auf dem Beruf. Mal. Und das ist für dich dann auch eine schöne Abwechslung? He? Also ich muss sagen, wunderschön für hier innen. Mal sehr schön weihnachtlich, fest, mit festlicher Stimmung, allem drum und dran. Wie erfährst du die Begegnung mit den Leuten, die hierher kommen, als Kunden? Bis jetzt nur positiv eigentlich. Läuft auch alles gut, ab und zu ein Bekannter. Da habe ich vorher schon kennt vom Ausliefern, wie vom Pflanzen im Winter, dass ich schon altbekannte Kunden so gerne wieder gesehen habe, weil ich ja im ganzen Rindtal schon tätig war als Gärtner, oder? Ja, genau.
Und das ist von dem her gesehen eben natürlich dann auch eine Möglichkeit, um sich hier wieder zu präsentieren und zeigen, was man alles Schönes macht und auch alles kann, oder? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Kann man zeigen, dass man was gelernt hat, dass man immer dazulernt, dass man sich weiterbildet. Ich muss sagen, das Sachseried bietet einem wirklich viele Möglichkeiten. Mal. Wunderbare Ausstellung haben sie hier im Sachseried alle Jahre. Und vor allem gute Ideen kann man hier holen von den Geschenken und Arrangements. Tipptopp machen sie das. Ja, wir haben schon voll. Ja. Das ist schon so. Das ist das Problem. Ja. Okay. Also das Problem ist, dass man viel kaufen will und ja, dann kein Wegeli hat. Ja, genau. Aber sonst, wie ist es so? Sonst ist es super. Super schön wie immer. Was ist jetzt das da? Da. Wahnsinn. Es ist schon brutal, was die alles selber machen. He? Ich finde es sogar sehr schön, was sie selber machen. Ja. Und da könntest du doch überall reinstellen. Schau. Ah, das ist schön. Ich nehme den hier. So, zack, den entscheide ich. Welchen nimmst du? Ich nehme einen. Aber ich will hier einen derigen Bändel. Ich will ihn hier. Den hier. Ja. 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 Punkt. Du bist ja so an der Kasse zu. Du bist ja wahrscheinlich in Zivil auch nicht immer bei der Kasse gewesen, oder? Wie ist das für dich? Totales Neuland, aber sehr interessant. Und jetzt hast du vorher Rollschinkel verkauft, hast du gesagt, pro Stunde so und so. Also du bist interessiert, gell? Ja, ja, wir müssen natürlich als Personal hier im Sachseried sehr gut eingeschult, auch auf die speziellen Segmente, vor allem wo auch Fleisch und Wurst waren und Blumen natürlich auch. Und wie ist denn das, was du die Arbeit hast? Im Sachseried sagen sie immer, es sei die beste Therapie. Wie empfindest du das? Also Therapie, es ist sehr zeitfüllend, es ist sehr interessant. Und jeden Tag neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Du bist am Käuen, ist das Eigenfleisch, das du isst? Ja, selbstverständlich, ja. Ihr macht viel im Sachseried, gell? Also wir machen eine Art fast alles selber, von Grund auf. Wir tun selber, also wir haben selber Tiere hier, wir tun selber Metzger, wir tun selber verschaffen. Von Mosbröckli, Würst, einfach Salami, alles, was man so machen kann aus einem Tier. Das tun wir dann alles selber produzieren, ja. Ein Haufen mit den Insassen zusammen, die ja nicht Spezialisten sind, oder? Vor allem wir müssen ja die Insassen beschäftigen. Und wir haben hier Lehrlinge, die eine Lehre machen kann, die normale Metzgerlehre. Wir haben jetzt so wieder einen und der macht das sehr gut, ja. Jetzt hast du vorher Maroni gekauft, die haben wir jetzt versteckt, weil wir am Fleischstand sind. Aber er hat dich freundlich bedient, gell? Die Leute sind wirklich sehr, sehr freundlich, also kommt mir immer ein bisschen so vor. Also, ich denke, wie man einen Waldi ruft, so kommt das Echo zurück. Das ist doch überall so, oder? Also da hat es sehr anständige Leute. Mal, es geht gut mit ihnen.